Tja, was wir mit dem Hamstergenerator machen, weiß ich auch noch nicht. So, jetzt endlich. Kaffee. Verdammt guter Kaffee. Geschafft. Oh ja, das ist guter Kaffee. So ein Brötchen montagsmorgens auch mal. So, Dr. Fried. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Vertrag hier. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Hahaha! Okay. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Zu langweilig. Besser nicht. Ja. Es hat nicht so gut geklappt. Ich habe jetzt den Vertrag unterschrieben. Tja. Dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle eine kurze Streampause. Viertelstunde Streampause. Und danach schauen wir mal, wie wir den Vertrag jetzt noch unterzeichnet bekommen. Können wir die Unterschriften fälschen oder so? Wer weiß. Na dann. Vielleicht. Briefmarke. Die Toilette runtergespült. Vielleicht liest er was er schon gelesen hat, weil er schon redigiert hat und. Geschickt, ich glaube, ich weiß nicht wie, aber ich kann mir sagen, dass schon eine Briefmarke drauf, deswegen hast du schon gelesen, also unterschreiben halt bitte. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Das ist Purpur für verrückt erklären, verhaften, ich starte Petition zur Verbannung aller Tentakel.
sind halt ganz einfach. Das ich lasse erste. Popo für verrückt erklären und verhaften. Das ist eine gute Idee. Aber ich brauche einen Zettel, unterschrieben von einem Doktor. Oh. Hey, ich bin Doktor. Wir haben Glück. Nun, sehr schön. Viel Glück. Dialogflüsse sind schwierig. Unterschriebener Vertrag. Es müsste nur noch zur Post und die Post wird heute nicht mehr ausgeliefert. Am Abend. Vielleicht können wir den in die Vergangenheit schicken, dass der schon abgekriegt sein wird. Und dann gilt der Vertrag schon. In der Gegenwart. Letzte Manipulation in der Vergangenheit. Die Zukunft wird der Wahnsinn. Und die Gegenwart auch. Was war hier mit den Gründungsvätern, mit den. Ja, Postbriefkasten. Was wir jetzt angestellt haben. Das ging schnell. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Sehr schön. Trieben Diamanten. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Nein, haltet ihn auf. Ich darf nicht das Geld für eine Reise ausgeben. Ah, er steht noch hier unten. Wir müssen nicht mal Diamanten kaufen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit sofort Stellar-Service. Danke für Ihren Anruf. Errungenschaft, Flurstuhl. Na, das ist Service. Oha. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Ja. Wir haben das Hauptgerät repariert, aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Dann können wir die beiden zurückbringen. Hoagie und Laverne. Ja, nette Leute. Na dann. Die Gegenwart ist fertig, die Vergangenheit ist fertig. Abzug in Zukunft. Da haben wir ja noch hier was zu tun. Hier haben wir noch den Groschen vom Boden zu kriegen und die Plastikkürze müssen wir noch irgendwie von der Decke holen. Und das hier. Als ob das geht. Okay, endlich ist er gelöst. Und was bringt uns das? Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Bah. Wenn er das auf den Boden geklebt hat. Tja.
über den Plastikkotze runter. Vielleicht können wir hier mal beim Tentakel ordentlich leer machen. Ziemlich viel Power in dieser Anlage. Ich kann es kaum erwarten, meine CDs auszuprobieren. Wow, das ist laut. Es geht nicht. Lautsprecher umschubsen. Oha, Tatsache. Lass dich kurz, ich komme. Laute Musik. Okay, wir haben Plastikkotze. Scherzkeks. Ah, schon freigeschaltet. Schöne Musik. Jetzt will ich mal die Plastikkotze im Toilette spülen. Ich habe doch bestimmt viele Streiche in der Zukunft gebrauchen. Ich jetzt mal hier noch runter. Dann können wir einen der Teilnehmer damit ausschalten oder irgendwie. Ich weiß nicht. Austricksen oder so. Schönes Lächeln, wie es glaube ich. Ich lasse nochmal, ich frage nochmal, vielleicht kann der Tentakel uns hier sagen, was nochmal die Bewertungen sind. Schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen 6 Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Täler bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Krautsalat? Gütiger Himmel! Wir sehen uns. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Unbedingt. Hier gab es noch ein anderes Zitat. Hier nicht. War der nicht hier? Okay, weg ist er. Okay, warten wir irgendwie. Schön aussehen und gab es eine andere Kategorie noch. Auf jeden Fall schön lächeln mussten sie, glaube ich, das war noch ein Ding. Vielleicht noch das Gebiss haben wir hier in George Washington, stimmt, das wollten wir noch holen. Der war hier, der wollte es uns nicht geben. Entschuldigung. Ja? Meinst du nicht auch, dass es hier ziemlich kalt ist? Kalt? Quatsch! Gut. Können wir hier noch irgendwie irgendwas? Tja.
Hier nochmal läuten. Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Okay, ist da das der Wagen, den wir schon ausgeraubt haben? Hi. Pferd. Du schon wieder. Oh. Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Er hat ein schönes Gebiss, kann man dem irgendwie. Ach, das ist sowas im Glasnest. Können wir den irgendwie. Hey, das ist kein Spielzeug. Schießen den Gaul. Nö. So. Gehen wir mal zum Chrono John zurück. Ich hoffe, die Batterie hält noch ein bisschen. Ich meine, wir können es ja, wir können mal versuchen, irgendwie. Kann man den Wettbewerb oben schon starten oder? Wie machen wir das jetzt? Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Sockner. Wenn ihr meint, das war witzig, dann hört mal jetzt zu. Das beste Haar, das schönste Grinsen, das beste Lachen. Macht weiter so, Jungs. Gute Arbeit. Beste Haar, das schönste Grinsen, das schönste Lachen. Beste Haar schon. Grinsen und Lachen, okay. Müssen wir ihn vielleicht noch loswerden? Harold, das ist toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups, also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Du bist raus. Oha. Ausgeschieden. Was für eine Schweinerei. Hier noch mit runter. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Tja, einer weniger. Dann kriegen wir die anderen noch weg. Okay, wir brauchen die Zähne vom Pferd. Wir müssen uns auf jeden Fall durch das Klo spülen lassen. War das nicht so, dass der die Zähne nur zum Schlafen raustut? Müssen wir den zum Schlafen bringen? Womit können wir den zum Schlafen bringen? Eine Münze geben, Trichter. Entkoffinierten Kaffee? Das hat den. Das würde nicht reinpassen. Okay. Das hat beim Professor schon geholfen. Vielleicht können wir ihm ein spannendes Textbuch vorlesen. Ab ins erste Obergeschoss, ins zweite war es, glaube ich. Dem Pferd mal eine gute Nachtgeschichte lesen. Er ist umgeschossen, die Zimmer hier.
so, hallo Pferd, wie wär's damit? Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Puh. Schläft das Pferd. Und die haben ein Gebiss. Sehr schön. Und weg hier. Dann müsst ihr in der Zukunft alles bereit sein, einen Wettbewerb zu gewinnen. Wozu wir auch immer den Wettbewerb machen. Wir brauchen nur eine verdammte Steckdose. So. Die Toilette runter mit dem Gebiss. In der Zukunft rausholen. Und zurück hier. So. Zähne für die Mumie. Okay, schauen wir mal. Schönes Lächeln hat er auf jeden Fall. Das beste Haar, definitiv. Jetzt nachdem die blaue Perücke weg ist. Schönstes Grinsen, ja. Das beste Lachen. Das Lachen ist durch das Hahaha dort drin, ja. Okay. Das dürfen wir hinkriegen. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Boah, das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll und saftig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Juhu. Wir haben gewonnen. So, und was mit den anderen Kategorien? Das schönste Grinsen. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Hurra. Wir geben das alles noch gegen einen Essensgutschein. Was auch immer das uns helfen soll. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran? Ach, schon gut. Na. Das ist was nur okay, wer weiß den Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Yo, unsere Arbeit hier ist getan. Dabei sein ist alles, aber gewinnen ist besser. Juhu. Unsere Mumie hat gewonnen. Nun, Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. Oh. So traurig. Oh.
Was machen wir jetzt damit? Essen für zwei im Tentakelclub. Mist. Spawn und zweiten. Ich habe den frabimatischen Dingsbums für Sie, Sir. Du meinst den frabiestatischen Hochfrequenzgenerator? Ja, genau den. Aber ich habe Probleme, den Numo sowieso zu finden. Des pleumoelektrischen Verstärkers. Versuch es mal im alten Labor im Keller. Dort ist seit 200 Jahren keiner mehr gewesen. Ja, Sir. Der Verkleinerer wird mein krönender Abschluss. Mit ihm bin ich in der Lage, die gesamte Menschheit wegzuschrumpfen. Okay. Was machen wir nun? Wollte ich hier hin, wo 200 Jahre hin gewesen ist. Einmal den Schrank gucken. Das ist ein leerer Schrank. Finden wir irgendeine Geheimwaffe hier, die wir nutzen können? Leer. Wirklich mächtig kaputt. Die ist ziemlich kaputt. Können wir hier noch was? Nee, kann man nicht. Der Raum ist einfach nutzlos. Tja. Oha. Wie wär's denn hier mit diesem Gutschein? Super! Abendessen für zwei im Tentakelclub? Das muss ich meiner Frau sagen. Ach, jetzt geht er ohne uns. Sehr blöd. Ihr seid frei! Frei für was? Frei, um wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache! Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Oh, Stinktiere. Damit haben wir da eins. Hey, seht mal, ein Stinktier. Und das ist weg. Kommt zurück, ihr verrückten Menschen. Das dürft ihr nicht. Das ist ein ausbruchssicheres Gebäude. Wer sagt, aus Cartoons könnte man nicht lernen? Was, Kätzchen? Ja. Jetzt müssen wir nur die Stecker einstecken und dann... War das hier zu, oder... Jetzt bin ich der Wächter und du bist mein Gefangener. Okay, das macht der Katze nicht viel. Sehr schön, das muss nochmal gemacht werden. Tja. Haben wir hier irgendwo was übersehen? Was? Was?
Was? Oh, ich habe genug davon zu Hause. Sie haben die Milz mit der Leber... Oh, ich habe genug davon zu Hause. Milz mit der Leber verrauscht.